Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. So, wir sind in dem Gebiet, wo wir damals aus der Mine rausgekommen sind. Also diese beiden Gebiete werden wir jetzt noch abgrasen. Dann geht's zurück nach Nashkel und dann geht's endlich nach Berikost. Gut. Also, was? Schauen wir uns hier mal um. Nichts leichter als das. Am besten gehen wir hier unten rum und dann kommen wir zurück zu dem Fleck, wo wir rausgekommen sind. Immer ganz langsam. Hier rum. Und ja, hier ist das Gebiet schon mal etwas felsiger. Wir sind also schon mal nicht mehr im Wolkengipfelgebirge, wie man sieht. Es ist also nichts mehr bewaldet oder so. Es ist einfach alles zerklüftet und felsig. Ja. Ein bisschen grün ist hier noch, aber das meiste sieht aus wie karge Steppe. So. Ah, die Gruppe ist ein bisschen zerteilt, das ist nicht so gut. Ah, aber da kommt der Rest ja schon. Nur Khalid fehlt. Dann warten wir mal, bis Khalid hier eintrifft. Und dann schauen wir uns weiter um. Ah, da ist Khalid ja schon. Gut, weiter geht's. Hier ist schon mal eine Sackgasse. Können wir da unten lang laufen? Oder sollten wir lieber oben lang herumgehen? Ich glaube, das ist besser. Ja. So kommen wir nämlich auch hier runter. Ohne uns da durchquetschen zu müssen. Naja, wir sind tatsächlich in so einer Art Pseudo-Wüste, so einer Steppe gelandet, mit Kakteen. So. Hier geht's weiter. Immer wieder karger, brüchiger Boden. Da ist schon das Kartenende und in dieser Richtung können wir leider nicht gucken, weil dort nur mehr Ödland ist und da wollen wir nicht weitergehen. Uns interessiert eher das Gebiet hier. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Ja, danke, Dünner hier. Kameradschaft, Abenteuer und das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, Bo. Und der erste Eingang. Okay. So. Hoffen wir mal, dass wir da richtig rum reingehen. Tun wir. Oh. Hallo, Düsterschrecken. Ihr habt gerufen? Meine Klinge wird euch zurückstutzen. Au. Ja, der Düsterschrecken hat Kali krank gemacht. Und Talisa jetzt auch. Und hat Khalid festgehalten. Das ist nicht so toll. Ah, jetzt ist auch Talisa festgehalten. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Oh oh. Das ist nicht so toll. Das könnte etwas knapp werden. Ja, genau, Minsk. Hau schön drauf. Wow. Das war schon ziemlich knapp. Muss ich ehrlich sagen. Die halbe Gruppe ist gelähmt. Ihr zeigt, ich bin voll bewaffnet und kampfbereit. Oh, schriftvolle Unsichtbarkeit. Bisschen Geld. Ah, die Lähmungen lassen langsam nach.
So, Unsichtbarkeit war Stufe 2. Stufe 2 kannst du schon. Jo. Und du hast ein Level Up. Sehr schön. Eine Stufe höher. Punkte vergeben können wir dir leider nicht. Genau, jetzt kannst du zwei Zauber der zweiten Stufe anwenden. Sehr gut. Dann kriegst du erstmal Unsichtbarkeit und Stärke, solange wir nichts anderes haben. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Du heißt Khalid, du heißt dich. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Und Imoen geht vor und guckt sich mal nach Fallen um, sofern sie irgendwo durchkommt. Genau. Ihr habt eine Aufgabe? Du heißt Dr. Khalid. Ja, und ich höre weitere Ghule, weil diese Krypten ein bisschen miteinander vernetzt sind. Also es sind mehrere Krypten in diesem Gebiet und die teilen sich das dieselbe Map. Okay, du hast keine Halbzauber mehr, du hast auch keine mehr. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Dann guck mal in die Särge, immer in ein Kettenhemd. Trank der Frostriesenstärke, Pfeile. Und eine überladene Immoen, ein Grünsteinring und ein Zepter. Also ein Zauberstab. Kettenhemd können wir leider nicht identifizieren. Können wir den Rest identifizieren? Nein, das sind Pfeile, die wir nicht kennen. Gut. Wir müssen eh schlafen, um die Krankheit zu kurieren. So, die beiden Sachen zu ihm. Trank kann mal zu mir. Obwohl, das ist ein Trank der Frostriesenstärke. Den sollte Minsk mal nehmen. So. Noch ein Gegengift. Ja. Pfeile. Kurze Quicksave und dann versuchen wir hier drin zu rasten. Und mit einem Wumps sind jetzt die Krankheiten mal weg. Was wollt ihr? Wenigstens etwas. Du heilst. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Du heilst dich. Du heilst Khalid. Ja, o allgegenwärtige Autorität. Du heilst nochmal Khalid. Ich bin ganz Ohr. Du identifizierst erstmal das Kettenhemd. Kettenhemd plus 1. Wiegt genauso wiegt weniger als der Schienenpanzer. Das ist doch ein Schienenpanzer, ja. Nein, du bist dezent etwas schlechter als ein Plattenpanzer, also kriegst du das Kettenhemd erst einmal. Dadurch kannst du schon mal etwas mehr mit dir rumschleppen. So, Pfeile. Pfeile plus 2. Werden erstmal hier weggesteckt. Stab der Monsterherbeirufung. 12 HD Monster, ja. Dieser Stab beschwört 12 TW Monster. Also das können bis zu 12 Monster sein, die wirkungsbereif auftauchen und Feinde des Anwenders angreifen. Die Monster bleiben entweder so lange im Bann des Zaubers, bis er unwirksam wird, oder sie werden getötet. Diese Wesen haben keine Moral und verschwinden einfach, wenn sie getötet werden. Ist kein kampfbereiter Gegner vorhanden und kann der Magier mit dem Monster kommunizieren, so können die beschwörten Monster dem Magier auch andere Dienste erweisen. Klingt ein bisschen praktisch. So. Zauber wieder umswitchen. Und hey, wir haben Stufe 3 erreicht. Das heißt, ja. Dieser Zauber ist jetzt doppelt so stark. Sehr schön. Ja. Du nur? Ja, gut. Wir verlassen diese Höhle wieder. Und schauen uns weiter um. Hey, Kollege! Narzillis.
Nazilizus Haarwilliger. Haarwilliger Nien. Ah, das ist ein Zungenbrecher-Name. Also ja, ich habe den Namen schon ein paar Mal gelesen, aber aussprechen ist auch schwierig. Komm schnell, ihr könnt gerade rechtzeitig zu meinem Experiment. Welche Art von Experiment versucht ihr da? Ich glaube, ich habe einen Zaum entwickelt, mit dem man die ultimative Kontrolle über galatartige Gestalten hat und sich gefügig machen kann. Schleimige Galate, Schlicke, all diese Wesen, die dem Koch die Vorräte im Keller verderben und im Kellergewölbe des Abenteurers vor sich hinfaulen, können mit einer Leichtigkeit und Wirksamkeit ausgerottet werden, die in der Geschichte der Reiche ihresgleichen suchen. Es dauert einige Stunden, um eine solche Kontrolle zu erhalten, aber diese Zeit wird durch weitere Experimente kurz sein, da bin ich sicher. In wenigen Augenblicken läuft die Zeit für eine kleine Zahl von Grünschleimen ab, die ich unweit von hier im Wald ausgesetzt habe. Schon bald können wir die Ergebnisse meiner Bemühungen erleben. Du setzt einfach Grünschleime in einem Wald aus und passt nicht auf sie auf. Die können da jede Menge Chaos anrichten. Eichhörnchen fressen zum Beispiel. Faszinierend. Ihr müsst diesen Zauber für mich aufschreiben, damit wir bei unserem Abenteuer benutzen können. Nein, bestimmt nicht. Das ist Wahnsinn. Genau. Seid ihr wahnsinnig, ein Wesen zu experimentieren und zum freizulassen, bevor ihr die wahre Wirkung des Zaubers gesehen habt? Habt keine Angst. Ich habe den Zauber gründlich vorbereitet und es ist undenkbar, dass ich auch nur einen einzigen Fehler gemacht habe. Es sei denn, oh mein, der Spruch, ich habe den falschen Zauberspruch verwendet. Ich fürchte, statt sie kontrollieren zu können, habe ich sie in eine viel größere Bedrohung verwandelt. Den schrecklichen Grünschleim. Bleibt hier und bekämpft sie. Aber was auch immer ihr tut, sie dürfen euch nicht berühren. Und der Feigling, der rennt einfach weg. Juhu, wir haben Grünschleim. Als Gegner. Vier Stück. Okay, wie schrecklicher Grünschleim kommt er mir jetzt nicht vor. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Gab das einen Tagebucheintrag? Nein. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ist immer noch der Tagebucheintrag vom kleinen Rufi. Und seinem. Vom kleinen Ruffy und seinem. Teufelsherrn. Aha. So gut, wir haben gegen Grünschleime gekämpft. Goraien wäre auf eure Taten stolz. Hoffe ich doch. So, hier müssen wir rum. Und uns hier durch den Spalt zwängen. Hallo. Sterbt, ihr quicken Orgelion. Drei Orgelions sind kein Problem mehr für uns. Wir haben schon Ogre getötet. Au. Gut. Was? Gut. Etwas Gold. Und du hattest deine Schriftrolle bei dir, oder? Ja, sprühende Farben. Und ouch, das hat Yahira getroffen. Ihr habt eine Aufgabe? Was wollt ihr? Gut. Das tat sicher weh. Arme Yahira. Auch wenn das uns zum Glück keinen Schaden macht. Also von dem Blitz getroffen zu werden. Ich frage mich, ob das nur Chars trifft, die einen Helm tragen. Oder einen gehörnten Helm. Also Minsk, Yahira und Kali zurzeit. Würde Sinn ergeben. Die sind mit diesen Helmen die besten Blitzableiter. Hey, wir haben den Nordbereich der Karte erreicht. In den Süden können wir. Ah doch, da könnten wir, hätten wir auch noch nachgucken können, aber da müsste nur das Gebiet da sein. Ein anderes können wir da nicht. Ups. Ein anderes Gebiet können wir da, glaube ich, nicht hinquetschen. So. Ah, Wildhunde. Ich bin wirklich nicht ganz im Herzen bei der Sache.
Wildhunde sind eher harmlos. Mittlerweile.